Digital Transformation Insider, der Podcast für Digitalisierung, Change und Innovation. Tipps, Tricks und Trends von ausgezeichneten Top-Experten direkt aus der Praxis. Ja, hallo Thomas, ich freue mich sehr, dich heute im Digital Transformation Insider Podcast begrüßen zu dürfen zum Thema künstliche Intelligenz. Ja, hallo Simon, ich freue mich auch. Ich bin schon sehr gespannt, was da mich erwartet. Ja, sehr gut. Vielleicht mal zum ersten Punkt. Du weißt, es geht um künstliche Intelligenz, ist ja zurzeit in aller Munde. Was hattest du denn so für Erlebnisse mit dem Thema künstliche Intelligenz, die dich von diesem Thema begeistern haben lassen? Ja, eine Forschungsarbeit, die wir ganz am Anfang meiner Zeit als Professor durchgeführt haben, war zusammen mit Psychologen während der Rush-Hour-Zeit im Hamburger U-Bahn-System Menschen zu begleiten, bis sie tatsächlich in die U-Bahn eingestiegen bzw. aus dem Ausgang rausgegangen sind. Und wir haben sie dann gefragt, wie seid ihr hingekommen? Und 99,9% der Befragten haben gesagt, wir haben keine Ahnung, wir gehen jeden Morgen oder jeden Abend diese Strecke. Und tatsächlich ist es das, wie mein Verständnis von künstlicher Intelligenz ist. Wir wissen nicht ganz genau, wo da abgebogen wird. Das ist keine Regel, die man da anwenden kann, sondern am Ende kommt sozusagen eine Entscheidung raus. Genauso wie wir Menschen Entscheidungen treffen, Tausende pro Tag, und wir letztendlich dadurch unser Leben auch gestalten. Und das ist das, was sozusagen den Reiz für mich auch an der KI ausmacht. Ja, cool. Das heißt, die KI funktioniert im Prinzip wie das Unterbewusstsein bei Menschen, wenn es ihnen durch die Hamburger U-Bahn geleitet sozusagen. Genau. Das kann man auf jeden Fall als Analogie verwenden, ja. Sehr schön, ja. HAW Hamburg, du bist da einige Jahre Professor. Wir haben uns früher mal bei Hewlett-Packard kennengelernt, vor 100 Jahren gefühlt. Erzähl doch mal ein bisschen wer du bist, was du machst an der HAW, an deinem Lehrstuhl. Es geht ja um angewandte Wissenschaft. Finde ich auch immer schön und spannend, über angewandte Wissenschaft zu sprechen. Ja, genau. Ich bin der Thomas Klehm. Ich bin fast 56 Jahre alt. Ich bin seit 2009 Professor für Datenmanagement und Künstliche Intelligenz hier an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Die HAWs sind ja so traditionell an der Schnittstelle zwischen Fachhochschulen und Universitäten. Seit dem vergangenen Jahr wissen wir auch, dass wir zukünftig das Promotionsrecht oder ausgewählte Kollegen, Kolleginnen das Promotionsrecht erhalten, weil wir halt auch Grundlagenforschung machen. Aber der Schwerpunkt liegt schon darauf, praxisnahe Forschung zu betreiben und auch den Transfer in Industrie und Politik zu betreiben. Noch was Persönliches. Ich bin verheiratet ich beschäftige mich in Freizeit mit der Vogelbeobachtung, mit dem Amateurfunk. Ich reise sehr gern. Genau. Ich habe 2010, also 2009 habe ich hier angefangen, 2010 habe ich eine Forschungsgruppe gegründet, eine interdisziplinäre und internationale Forschungsgruppe für künstliche Intelligenz. Da sind auch Kollegen in den USA, von den USA, China, Australien, Südafrika und so weiter dabei. Und da geht es im Wesentlichen um sogenannte Multiagentensysteme, wo wir menschliches Verhalten nachbilden. Wir werden später vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Vielleicht auch noch zu erwähnen, der DAAD hat, also der Deutsche Akademische Auslandsdienst, hat mit dem Bundesministerium für Forschung und Technologie ein Programm aufgelegt für Exzellenz in der künstlichen Intelligenz. Und haben wir drei Universitäten oder drei Cluster ausgesucht, in Dresden, in München und in Darmstadt. Und das ist sicherlich ein sehr, sehr interessantes Programm, was auch vielleicht für eure Hörer und Zuschauer interessant sein können, weil wir moderieren zwischen Wissenschaft, Forschung und Politik, um das Thema KI in der Bundesrepublik Deutschland stärker in den Vordergrund zu heben und auch mit dem richtigen Fundament zu verbinden. Und ich bin da der Vorsitzende des Advisory Boards. Cool, na, das klingt wirklich spannend, da müssen wir uns separat nochmal unterhalten, sonst sprengt es den Rahmen des Podcasts. Ja.
Ja, was sind denn so deine Ziele in Bezug auf künstliche Intelligenz in deiner Arbeit? Ja, ich bin eigentlich da recht ehrgeizig, denke ich. Also ich bin nicht so einverstanden, nicht so sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie künstliche Intelligenz in Deutschland, insbesondere in der Industrie und auch im politischen Raum gesehen wird. Ich bin eigentlich an einer Traumposition, dass ich mit jungen Leuten arbeiten darf, mit denen zusammen lernen kann, Dinge entwickeln kann. Und ich glaube, dass das Potenzial in Deutschland enorm ist, um hier auch eine führende Rolle in der Welt mit einzunehmen. Wir müssen uns nur trauen. Und das ist mein Ziel, sozusagen die letzten 12 Jahre oder so meiner Tätigkeit hier noch möglichst viel in diesen Transfer reinzubringen und mit jungen Leuten da was aufzubauen. Ja, okay, verstehe. Und wenn du sagst, KI ist in Deutschland nicht so positioniert, wie du dir es wünschst oder wird nicht so wahrgenommen, was meinst du da? Also ich meine, klar, ich kann mir ein bisschen was vorstellen, aber würde mich schon interessieren, wo du da die Verbesserungsbedarfe bei uns siehst. Ich möchte mal ein Beispiel herausnehmen, den Fachkräftemangel. Über den wird ja in den Medien sehr viel berichtet. Also werden im Rahmen von diesen Konrad-Zuse-Schools of Excellence in AI habe ich persönlich versucht, mit Industrievertretern, Human Resource Managern und auch politischen Vertretern ins Gespräch zu kommen, weil wir diese Konrad-Zuse-Schools, wo wir sozusagen internationale Talente nach Deutschland holen, denen hier die Möglichkeit geben, Forschung an den Exzellenzuniversitäten in Deutschland im KI-Bereich zu machen, dass man die zusammenbringt, dass man denen die Möglichkeit gibt, dass sie die kennenlernen, um insbesondere diesen Fachkräftemangel zu adressieren. Es gab null Interesse. Null. Also es gibt keinerlei Rückmeldung. Wenn, dann bekommt man irgendwie, ja, ist für uns gerade nicht so interessant oder wir haben so wenig Zeit und so weiter. So. Das heißt, letztendlich muss man sich die Frage stellen, existiert der Fachkräftemangel tatsächlich im Bereich KI? Ja? Was wollen wir da tun sozusagen? Also das ist sicherlich ein Teil davon letztendlich. Ich war eingeladen, zum Thema Künstliche Intelligenz im Deutschen Bundestag in einem Ausschuss einen Vortrag zu halten. Und dieser Ausschuss war oder ist damit betraut, sozusagen auch die KI-Strategie in Deutschland zu unterstützen. Und ich möchte den Kollegen, Kolleginnen da nicht so nahe treten, aber es war der Wissensstand war sehr, sehr gering, was KI überhaupt ist und was damit macht. Es wird immer wieder hervorgehoben, oh Gott, das ist irgendwie wir haben ein Datenschutzproblem, wir haben Datenschutzprobleme, die wir hier voranstellen müssen. Aber das ist sicherlich ein wichtiges Thema, über das wir sprechen müssen. Aber wenn wir jegliche Invention unterbinden mit dem Argument, das ist datenschutzrechtlich nicht möglich, dann werden wir nicht weit kommen. Hey, das sehe ich ja auch im Unternehmenskontext, ne? Ich meine, wir versuchen den Fachkräftemangel zum Beispiel mit KI zu begegnen, indem man KI einsetzt, um beispielsweise Skill Gaps zu schließen, von Skill Gap-Analysen, die wir mit Apps durchführen, die wir bauen für Kunden. Da kannst du KI super einsetzen, weil sich die Jobbilder und die Jobrollen so unfassbar schnell wandeln, gerade im Digitalbusiness, dass du ja gar nicht mehr hinterherkommst. Also kannst du keine Ja. Rollenbeschreibung machen, so wie früher machst du eine Jobfamily und dann implementierst du die und dann hat die 20 Jahre Bestand. Funktioniert ja gar nicht. Es hat ja nicht Ja. mal 2 Jahre Bestand. So. Und dann hast du eigentlich heute, finde ich, gar keine andere Wahl, als mit KI dafür zu sorgen, dass diese Sachen up to date bleiben. Von daher finde ich Fachkräftemangel, da gibt es ganz viele Perspektiven, wo man ansetzen könnte. Und was du gerade geschildert hast, ist natürlich ein bisschen ernüchternd. Aber es gibt ja auch immer Möglichkeiten, wo man tatsächlich dann ansetzen kann. Und meine persönliche Erfahrung, du weißt es, Change Management seit 1998, ist halt auch, du musst die Leute mitnehmen, du musst denen mal einen Use Case zeigen, wo es gut funktioniert und so über die Praxis am besten Barrieren abzubauen. Wie kannst du denn mit dem, was du tust, diesen großen Herausforderungen, wie diesen Barrieren zu be begegnen, die zu überwinden, mit dem, was du in der Forschungsarbeit tust, begegnen?
Was wir zum Beispiel tun, dass wir mit Industrieunternehmen oder auch politischen Organisationen gemeinsam Abschlussarbeiten durchführen zum Thema KI. Also wir haben jetzt beispielsweise gerade eine Masterarbeit abgeschlossen, wo es darum ging, digitale Zwillinge für Drohnenschwärme zu bauen, so um das zum Aufspüren von Lawinenopfern. Das heißt, wir haben als Hochschule für angewandte Wissenschaften oder das gilt natürlich für die Fachhochschulen auch, die Professoren und Professorinnen, die da drin lehren, haben in der Regel eine langjährige Industrieerfahrung. Die wissen, was in so einem echten Projekt wirklich los ist. Und wir versuchen dann zu verstehen, was das Business-Problem ist, oder machen Best-Practice-Sharing aus unterschiedlichen Branchen, weil wir doch ziemlich viel gesehen haben, und geben dann talentierten jungen Leuten die Chance, hier Proof-of-Concepts oder Prototypen zu entwickeln, die dann aufzeigen können, wie so ein Business-Case aussehen kann. Mach mal weiter, ja. In dem Kontext, wenn du solche Forschungsarbeiten machst, wie jetzt mit den Drohnenschwärmen oder Digital Twins für Drohnenschwärme, um Lawinenopfer aufzuspüren, was sind denn da für dich so die größten Herausforderungen und was siehst du generell als die größten Herausforderungen der nächsten 5, 10, 20 Jahre? Also das sind zwei tatsächlich sehr unterschiedliche Fragen. Ich fange mal mit dem zweiten an, die großen Herausforderungen. Das World Economic Forum, das, was ja jetzt nicht gerade im Verdacht steht, eine linksliberale Vereinigung zu sein, die geben jedes Jahr ein World Risk Report raus. Und das ist sehr, sehr interessant. Das ist etwas, was ich in jedem Semester mit meinen Studierenden sehr tiefgehend analysiere, um sozusagen Lösungsansätze aus dem Bereich der Informatik dafür zu konzipieren. Und interessant ist halt, dass seit mehreren Jahren natürlich das ganze Thema Klimaveränderung, Biodiversitätsverlust, gesellschaftliche Segregation, die Sicherheitslage international, aber natürlich auch organisierte Kriminalität, Cybersicherheit, das sind alles Dinge, die sozusagen hier eine große Rolle spielen. Und diese doch sehr existenziellen Herausforderungen, die da vor uns liegen. Ich bin sehr hoffnungsfroh, dass wir mit KI-Ansätzen und auch mit Daten, die wir zur Verfügung haben, versuchen können, Entscheidungsunterstützungssysteme für politische Entscheider zu bauen. Und das ist ein großes Feld, wo ich sagen würde, das ist sicherlich eine wichtige Zukunftsaufgabe. Die zweite Zukunftsaufgabe, die ich sehe, ist auch im Bereich KI die Bildung von Human-Agent-Collisions sozusagen. Also dass sich quasi digitale Zwillinge, digitale Freunde von uns haben, die uns auf verschiedenen Maßstabsebenen beraten, die uns helfen, zum Beispiel irgendwie Vorurteile oder ein Bias, weil wir irgendwie halt emotional damit da irgendwie angegriffen sind sozusagen, dass wir so etwas überwinden können und zu einer gerechteren Verteilung beispielsweise von Ressourcen zu kommen. Also alles so unter dem Dach dieser Sustainable Development Goals von den Vereinten Nationen. Ja, okay. Und, na, das ist sozusagen der eine Punkt. Jetzt musst du mir noch mal ganz kurz helfen, was der erste Punkt gewesen ist. Ja, also in so Projekten, wie du sie geschildert hast, mit der Drohne für die Lawinenopfer oder den Drohnenschwärmen für Lawinenopfer-Identifizierung oder das Auffinden. Was sind da für dich heute die großen Challenges? Die größte Challenge ist, tatsächlich die also realistische Daten zu bekommen. Wir haben immer sei es jetzt im medizinischen Bereich, sei es jetzt im Ingenieursbereich oder so, wir haben immer das Problem, dass die Firmen aus gutem Grund natürlich sich sehr
dagegen wehren, quasi echte Daten an uns zu geben, sodass wir sozusagen damit arbeiten können. Ne? Man kann da natürlich NDAs machen, aber wenn es ein Studierender sozusagen die Sachen jetzt auf dem Rechner lässt und den Rechner irgendwo liegen lässt, dann dann hilft der NDA da auch nicht weiter. So, das heißt, wir können natürlich Daten synthetisieren, wir nutzen zunehmend auch synthetische Datengeneratoren, aber auch dafür brauchen wir eine Grundlage, wo wir sagen, wir brauchen ein pre-trained Model für diesen Bereich. Also wenn wir mit Patientendaten arbeiten wollen, dann können wir nicht die einfach von Scratch auf synthetisieren, sondern wir brauchen irgendwie ein pre-trained Model, was dann aus den Unternehmen zu uns kommt, und soweit sind die meisten Unternehmen noch nicht. Das sind wir in den USA, ist es ein bisschen einfacher. Also ich arbeite sehr viel in den USA, und da ist die Durchlässigkeit zwischen den Unternehmen und auch dem politischen Raum und den Wissenschaftseinrichtungen deutlich größer. Also ich kann leichter mit der FEMA in den USA zusammenarbeiten oder mit einer Firma, mit Coca-Cola oder so zusammenarbeiten, als manches Mal in Deutschland. Das glaube ich gerne. Ich bin ja auch immer in den Unternehmensprojekten mit Datenschutzthemen, mit Bestimmung viel vertraut. Da muss man einfach viele Stakeholder mitnehmen, vielen Anforderungen gerecht werden, was jetzt nicht unbedingt zur Innovationsgeschwindigkeit beiträgt.